Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, so in der Form lange nicht mehr gemacht, dass ich mich extra hingesetzt habe, um für euch ein Haul zu drehen. Aber es ist gerade so viel, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte mich hier einfach nochmal hinsetzen und ja, mit euch das alles einmal durchgehen. Und tatsächlich geht es hier, also ich gucke gerade mal so ein bisschen rum, weil hier liegt alles voll mit Zeug. Tatsächlich werde ich heute zwei Videos drehen, zwei Hauls, einmal ein Book Haul, weil das halt sonst in das andere nicht ganz so reinpasst. Und einmal ein Temu, Rossmann und Action Haul. Eigentlich sollte es nur Temu und Action werden, aber ich war gestern auch noch bei Rossmann. Und dementsprechend kommt das hier mit rein und ja, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ich würde sagen, wir starten. Eins vorweg noch, alles was ihr hier seht, habe ich selbst von meinem eigenen Geld gekauft und ja, dementsprechend wollte ich euch darüber nochmal informieren, dass hier nichts durch Kooperationen oder ähnliches entstanden ist, sondern wirklich alles selbst gekauft wurde. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Rossmann. Es sind insgesamt 5 Artikel, aber 3 verschiedene ja, Dinge, unter anderem die hier. Die benutze ich immer für meine Foundation und ich habe da schon 2 von, aber ich will mir angewöhnen, die regelmäßiger noch sauber zu machen, also maximal halt 2-mal benutzen und die dann gleich sauber zu machen. Und mit 2 Pinseln kann das manchmal schon ein bisschen schwierig werden, deswegen habe ich davon noch 2 mitgenommen. Ich glaube, die kosten 4,99 oder so und ich finde die gerade für M. Asam, das ist ja das, was ich so nutze, auch da keine Kooperation, leider, würde ich gerne nehmen. Aber leider habe ich da noch keine. Aber für M. Asam funktioniert der Pinsel für mich mit am besten. Und hat so das gleichmäßigste Auftragegefühl für mich. Ja, wie gesagt, davon nochmal 2 mitgenommen. Und das sollte jetzt eigentlich auch reichen. Ich habe ja noch andere Pinsel. Also ich habe sehr, sehr viele andere Pinsel. Ich habe ja eine Zeit lang mich sehr intensiv geschminkt mit Augen-Make-up und. Will ich eigentlich auch wieder anfangen, aber ja. Für was? Nun, ich kann ja mal überlegen. Vielleicht machen wir hier ein paar Make-up-Videos. Wenn ihr da drauf Bock habt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann kann ich mal überlegen, ob ich ein paar Make-up-Videos wieder mache. Das nächste oder die nächsten 2 Sachen sind von einer Firma, die mir immer zu teuer war. Aber ich merke, sie tun meiner Haut gut. Also ich habe die mal im Angebot gekauft. Also vor allem das, was ich euch jetzt zeige. Und ich merke, ich glaube, ich werde ein neutrogener Mädchen. Ich merke, dass das meiner Haut unheimlich gut tut, denn ich muss sagen, bis auf Augen und Augenringe wegmachen, trage ich heute kein Make-up. Und das ist schon krass, weil ich gerade viel hier, also man sieht es auch so ein bisschen, mit meiner Haut noch zu tun habe, was bei mir auch oft stressbedingt ist. Aber ich muss sagen, das hier, habe ich auch gleich 2-mal mitgenommen. Tut mir echt gut. Also Kurkuma ist ja eh entzündungshemmend, aber es ist halt wirklich das von Neutrogena, was meiner Haut echt gut tut. Und ich stand dann so vor dem Regal und habe noch das hier geholt. Also wenn ich doch mal Pickel bekommen sollte, also ich werde das wahrscheinlich jeden Abend benutzen oder jeden Morgen, muss ich mal gucken, wie sich das auch unter einem Make-up macht. Das weiß ich nämlich gerade noch nicht so, weil ich ja heute kaum geschminkt bin. Ja, aber dass ich da auch nochmal was da habe. Was bei mir auch viel Pickel macht, ist zu wenig trinken. Asche auf mein Haupt, ich weiß, wie wichtig trinken ist, aber ich kriege es ganz, ganz oft leider nicht hin. Aber ja, das sind so die Produkte, die ich gerade benutze. Und ich muss auch unbedingt den Schrank im Bad mal aussortieren, weil ich habe so, so viele Produkte, die ich eigentlich gar nicht so richtig nutze und ich will sie aber auch nicht wegwerfen. Also wenn ihr eine Idee habt, auch da könnt ihr mir gerne mal schreiben, auch bei Insta in der DM. Ich weiß nicht, ich habe halt viel, viel probiert und bin jetzt hier drauf hängen geblieben und denke mir so, was mache ich jetzt mit dem ganzen anderen Zeug? Weil verschenken ist immer so ein bisschen schwierig, weil man hat es ja schon selbst benutzt und es ist angebrochen und ja, ich muss mal gucken, aber ich will es auch eigentlich nicht wegschmeißen oder ich muss es halt wirklich so peu à peu trotzdem mit aufbrauchen. Wir müssen mal schauen.
Das war es tatsächlich auch schon von Rossmann. Jetzt muss ich gerade überlegen. Das war es schon von Rossmann. Und ich würde sagen, wir machen mit dem zweiten weiter, nämlich mit Temu. Muss sagen, ich bin positiv überrascht über das, was hier ankam. Von was anderem kann ich ja nicht ausgehen, aber ich bin wirklich positiv überrascht von den Sachen, die hier ankamen. Und wir fangen mit dem an, was viele wahrscheinlich jetzt erstmal spooky finden werden. Aber ich habe dort eine Vase gesehen. Und ich brauche da, glaube ich, mal noch so ein paar schöne Trockenblumen für. Aber ich habe dort eine Vase gesehen. In Form eines Herzens. Also eines realistischen Herzens. Und hier soll nach und nach jetzt jeder Raum nochmal so ein bisschen umgestaltet werden. Bis auf das Schlafzimmer. Das passt eigentlich so immer noch sehr, sehr gut. Aber ja, hier soll wirklich viel umgestaltet werden. Zuerst kommt die Küche dran. Dieses Herz wird wahrscheinlich dann eher fürs Wohnzimmer sein, weil die Bilder, die hier hängen, werden wahrscheinlich ausgetauscht gegen, ja, Bilder von Organen, aber da gezeichnete und auch mit Blumen. Deswegen, ich zeige es euch mal. Das ist diese Vase und ich finde es eigentlich relativ cool. Also, da mag jetzt auch jeder von halten, was er will, aber ich glaube, in Verbindung mit den Bildern, die hier hin sollen und hier sollen ja dann wirklich auch Trockenblumen rein. Könnte das echt gut passen, weil ich guck mal, ob ich es euch hier irgendwo einblende, was ich meine. Auf diesen Bildern werden dann auch wahrscheinlich Blumen sein in diesen Organen. Und ja, ich habe mich eine ganze Weile viel mit Medizin auseinandergesetzt und mache das auch heute noch sehr, sehr gerne. Und dementsprechend passt das irgendwie sehr, sehr gut. Und ja, dementsprechend soll das hier so dann irgendwann hin. Also ich gucke gerade auf die Wand, wo es dann hin soll. Und ja, aber das alles nach und nach. Zuerst ist, wie gesagt, die Küche dran. Dann habe ich zwei Figuren bestellt. Und das eine ist eine, ich würde jetzt sagen, eine Waldgöttin, die meditiert. Und ich, wer den letzten Vlog gesehen hat, weiß, dass ich jetzt wieder anfangen möchte mit Meditieren. Und ich fand die so schön, dass ich für mich gesagt habe, ich würde die gerne haben und ich muss mal gucken. Habe jetzt schon so ein paar Figuren und ja, die fand ich sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo sie hin soll. Das kann dann auch nach und nach alles entschieden werden. Aber die fand ich schon sehr, sehr hübsch und die war auch gar nicht teuer tatsächlich. Und dafür ist die extrem schwer. Also hätte ich gar nicht gedacht. Die zweite Figur ist auch, ich würde behaupten, was Meditierendes. Und die hat aber so eine Glaskugel noch. Also ich weiß gar nicht, ob man das so richtig sieht. Und ja, auch die fand ich wunderschön. Und ja, die werden alle ihren Platz hier finden, hier im Regal. Da will ich auf Dauer auch noch ein bisschen Deko mit reinmachen. Im Zweifel kann die auch hier mit hin. Weil gerade Grau passt ja eigentlich überall hin. Und vor allem hier zu der Wand. Muss man ja mal so sehen, weil ich glaube, die graue Wand wird hier im Wohnzimmer bleiben, aber auf jeden Fall müssen hier die Tapeten runter, weil das geht hier gar nicht mehr. Geht es aber heute nicht drum, heute geht es um das, was ich bestellt habe und ja, das hier habe ich schon des Öfteren gesehen, dass das auch Leute bei Insta oder so haben und ja, es ist eine Flasche zum Sprühen und da wird Öl reinkommen, weil grundsätzlich weiß ich, ich benutze immer zu viel Öl, weil ich dann halt kippe und dann, ja, ist es immer ein bisschen viel und dementsprechend hier kann man es doch nochmal ein bisschen besser dosieren. Ich bin gespannt, ob das klappt, weil hier habe ich das Gefühl, dass das irgendwie nichts wird. Aber wir werden sehen. Dann habe ich mir tatsächlich ein Armband gekauft und ich würde behaupten, dass an diesem Armband die ganzen Planeten zu sehen sind. Guck mal, dass ich es so hinkriege, dass ihr es auch seht. Ich würde behaupten, dass das hier Planeten darstellen soll. Ich glaube, so war es auch beschrieben. Aber ich fand die irgendwie total schön. Und ja, muss mal gucken. Das ist immer so eine Sache mit diesen Gummibändern. Ich hatte schon mal ein Armband mit Chakren, also mit den Chakrenfarben.
ja, das wurde mir dann zerrissen und ich habe es bis heute nicht repariert. Asche auf mein Haupt. Aber das hier fand ich sehr, sehr schön und bin gespannt, wie oft ich es dann wirklich tragen werde. Aber ja, muss ich sagen, die Qualität der Steine finde ich echt gut. Also dafür, für das bisschen Geld, was es gekostet hat, finde ich die Qualität sehr, sehr gut. Dann habe ich mir noch was zum Lesen gekauft. Und ich bin gespannt, ob das wirklich so funktioniert, weil ich kann es mir noch nicht vorstellen. Aber auch das war jetzt nicht irrsinnig teuer. Und ich nehme mal die dunklere Farbe, weil ich glaube, das andere sieht man nicht so gut. Es ist dafür da, dass man quasi mit einer Hand das Buch hält und hier die Seiten auseinandergedrückt werden, dass halt die Seite nicht umklappen kann. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Ganz einfache Geschichte. Und ja, ich finde halt auch so die Farbe ganz cool. Ich habe das auch noch in der zweiten Farbe. Es war so ein Doppelpack und ja. Ich werde berichten, ob das so funktioniert. Ich kann es mir auch da noch nicht ganz vorstellen. Aber ich werde das heute Abend gleich mal mit dem Fitzek des Monats ausprobieren. Und eine letzte Sache habe ich mir auch noch bei Temu bestellt, die ich wunderschön finde. Was mich ein bisschen stört, da ist, dass da halt Luftblasen drin sind. Aber ich weiß auch gerade nicht, ob das so muss. Schön finde ich es. Trotzdem, es kommt auch ins Schlafzimmer. Es ist so eine, ja, mit Wasser gefüllte Scheibe. Und wenn man die jetzt dreht, ja, bewegt sich der Sand und ordnet sich neu an. Und ich finde das so, so schön. Und das ist auch was wahnsinnig Beruhigendes für mich. Da gibt es natürlich auch noch eine Halterung zu. Und ja, das wird, denke ich mal, dann im Schlafzimmer auf dem Aquarium stehen. Ich werde es nicht großartig oft nutzen, dass ich das halt wirklich rumdrehe, aber schön finde ich es trotzdem. Machen wir weiter mit Action. Und da habe ich ganz, ganz viel schon für diese Umgestaltung gekauft. Und ich bin gespannt, wie es dann alles aussieht. Ich konnte es ja leider noch nicht anhängen, weil ich den Haul noch nicht gedreht habe, weil ich gestern auch einen ganzen Tag unterwegs war. Aber das wird hier heute alles noch gemacht, auch wenn Sonntag für mich ist. Und ja, ich wahrscheinlich so ein, zwei Nägel nochmal in die Wand schlagen muss. Aber da müssen sie durch. Da müssen meine Nachbarn heute durch. Tut mir auch leid, aber ich habe da sonst keine Zeit für. Ich nehme das jetzt auch einfach so, wie es hier liegt, weil ich habe das jetzt nicht sortiert nach irgendwelchen Themen. Und ja, ich würde sagen, wir starten, weil das ist auch nochmal eine Menge, was hier liegt. Und ja, ich habe mir nochmal Beauty Blender gekauft. Ich habe da eigentlich genug von, aber die finde ich echt gut und ich habe darauf gewartet, dass dieses Pack wieder kommt. Und ja, Beauty Blender kann man nie genug haben. Ich benutze die auch immer nur einmal und mache die dann in so einen Wäschesack und wenn da genug von drinne sind, dann kommen die mit in die Waschmaschine und ja, werden halt einmal durchgewaschen. Dann, wenn die trocken sind, sind die wieder wie neu und ja, natürlich ohne Weichspüler, aber das ist für mich so die beste Variante, die für mich auch sauber zu bekommen und ja, mich damit auch gut zu fühlen. Und ja, wie gesagt, habe ich mir nochmal mitgenommen, habe ich eine Aufbewahrung für und brauche dann vielleicht auch nicht mehr ganz so oft ja, waschen, weil ich jetzt wirklich so viele habe, dass das passt. Das ist wie mit den Pinseln am Anfang, einfach nochmal so ein bisschen was da haben, damit man, wenn man auch mal nicht waschen kann, warum auch immer, trotzdem seinen Alltag wie gewohnt gestalten kann. Dann habe ich mir meine liebsten Mocktails gekauft. Ich weiß auch nicht. Ist eigentlich eine super süße Plörre, aber irgendwie finde ich das richtig, richtig lecker. Man sieht es gar nicht richtig. Mojito-Geschmack, halt ohne Alkohol. Aber irgendwie feiere ich das richtig hart. Habe ich mir auch gleich ein zweites Mal noch geholt. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb ich das so extrem hart feiere, aber ich, ja. Dann gab es noch einmal Duschbad. Das war, glaube ich, auch im Angebot. Und eigentlich war ich ja bei Action, um Geschirrspültabs zu kaufen. Dieses Angebot war richtig, richtig mega. Gab es aber nicht mehr. Ich überlege auch, ob ich morgen am Montag nochmal
zu einem anderen fahre, aber ich gehe nicht davon aus, dass es die da gibt, weil, ja, ist halt ein echt super Angebot gewesen. Das war, wie gesagt, auch im Angebot, habe ich mitgenommen, wird passen. Also für mich vom Geruch her passte es auf jeden Fall und dementsprechend Duschbad kann man eigentlich auch nie genug haben. Dann, und ich habe mir auch nur eins mitgenommen, gab es noch Reese's. Ich liebe ja Reese's und gerade die hier finde ich richtig, richtig gut, aber ich muss da immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe mir ja den Vorsatz gefasst, mal so ein bisschen wieder auf mein Gewicht zu achten. Dementsprechend, ja, gab es da eins und da muss ich dann auch gucken, dass ich die wirklich nicht an einem Tag in mich hinein futter, weil Reese's machen, also sind so eine kleine Sucht von mir, muss ich ja mal so sagen. Reese's, ach, ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, wann ich damit angefangen habe, das zu essen oder das so zu feiern. Es ist wie mit diesen Cocktails. Es war irgendwann da und es ist in meinem Leben geblieben. Was ich auch mal ausprobieren will, und das war auch im Angebot in dieser Woche, ist dieses Kollagen. Weil ich suche tatsächlich immer noch ein gutes Kollagen. Was heißt schon gut, aber ja, ein Kollagen, was mich jetzt nicht Unmengen an Geld kostet und trotzdem das tut, was es soll. Und ich probiere das mal. Bin gespannt, ob das nicht irgendwie auch einen komischen Nachgeschmack hat. Werde ich dann sehen, werde ich euch wahrscheinlich auch berichten. Und ja, ich versuche auch das jetzt wieder, wie meine ganzen anderen Mikronährstoffe, wieder ein bisschen mehr in mein Leben einzubinden. Dann habe ich mir zwei meiner liebsten Bastelscheren gekauft, beziehungsweise ich nutze die halt eigentlich für fast alles, weil ich gemerkt habe, gerade an Weihnachten, dass eine meiner kleinen Scheren kaputt ist. Und ich kann euch die nur empfehlen. Ich habe die tatsächlich während meiner Ausbildung kennengelernt. Das sind Silhouettenscheren, also heißen die, glaube ich, also der Fachbegriff ist dafür, glaube ich, Silhouettenschere. Und ich feiere die. Also die sind richtig, richtig gut. Und ich habe da, glaube ich, hier schon 5 von rumfliegen. Und ja, da musst du jetzt nochmal Nachschub her. Dann kann ich wirklich die eine auch entsorgen. Weil die wirklich in jedem Raum hier rumfliegen. Und ja, ich die einfach total gut finde. Also das ist wirklich, wenn ihr mal eine Silhouettenschere braucht oder so eine kleine Schere. Lustigerweise, alle, die die sehen, sagen, ach, das ist ja eine lustige Nagelschere. Es ist keine Nagelschere. Glaubt mir, es ist keine Nagelschere, weil die Schneiden sind nicht gebogen. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas mal braucht, da kann ich euch wirklich empfehlen, geht zu Action. Die sind richtig, richtig gut. Dann habe ich mir noch 2 Masken mitgenommen fürs Gesicht. Und das Spannende dabei ist, die gab es mal in, also diese Art von Masken, Gesichtsmasken, gab es mal in kleiner Form. Und ich habe die mir immer wieder gekauft, weil ich auch da gemerkt habe, das tut meiner Haut gut. Das ist was, was scheinbar meine Haut so braucht. Und die gab es da nicht mehr. Die gab es nicht mehr in dieser kleinen Form jetzt seit einem halben Jahr. Und ich gucke jedes Mal in die Kosmetikabteilung, ob es die wieder gibt. Nein, gibt es nicht. Aber es gibt sie jetzt in groß. Ich habe die einmal in der Form mitgenommen mit Rosenwasser und einmal in der mit Kamillenextrakt. Und ja, ich muss sagen, ich habe beide schon hier gehabt, beziehungsweise ich habe da eigentlich auch noch welche. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich was, das feiert meine Haut. Das tut meiner Haut gut. Also ich spreche da wirklich nur von meiner Haut. Und die will ich halt wirklich gerade als Backup haben. Das mache ich mit zu vielen Dingen, ich weiß, aber die will ich definitiv als Backup haben, weil sollten die dann auch irgendwann wieder aus dem Sortiment gehen, muss ich halt für mich wieder gucken. Und so habe ich dann noch genug da. Dann habe ich mir noch Notizbücher mitgenommen. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich mal eine Phase hatte, dass ich Notizbücher gesammelt habe. Bin ich dann irgendwann wieder von ab und habe mich da auch gezwungen zu sagen, nein, du kaufst dir jetzt kein Notizbuch, du hast noch welche. Ja, und jetzt fehlen sie mir tatsächlich. Nicht dieses Sammeln, sondern ich brauche halt eigentlich gerade welche. Und ich habe mir ganz, ganz viele Notizbücher gekauft. Vorrangig auch für die Arbeit, weil ich mir das ein bisschen anders irgendwie organisieren da muss mit meinen Mitschriften.
Und ich habe mir tatsächlich für die Arbeit diese hier gekauft. Das und das nochmal mit anderen Farben. Und da will ich mir dann für diese ganzen Beratungen, die ich habe, jeweils ein Segment abteilen. Ich muss mal gucken, wie viele Seiten das hat. Dass ich das dann wirklich aufteile, dass ich dann immer weiß, ah, okay, ich habe die und die Beratung, klappe ich auf und habe das dann halt immer so zusammen, weil bei normalen Notizbüchern ist es dann doch ein bisschen schwierig, weil man dann jede Seite beschreibt. Da muss man wieder gucken, okay, wo ist denn das von der letzten Beratung und so. Hoffe ich, dass ich das so ein bisschen besser für mich organisieren kann. Ich bin gespannt. Ich werde sehen, ob das so funktioniert. Und ja, gleiche Art und Weise, nur halt nicht mit so einer Abteilung. Ist das hier mit den verschiedenen Farben. Da kann man nur leider nicht so schön vorne irgendwie was draufschreiben. Also muss ich mir entweder bei den jeweiligen Farben das so nochmal hinschreiben oder ja, mir ein Klebchen reinmachen oder das hier wirklich auf diese erste Seite schreiben und markieren, was für was ist. Muss ich mal gucken. Aber auch das wäre nochmal so eine Alternative für die Arbeit. Wir schauen mal. Und dann lese ich gerade ein Buch, wo man ja so ein bisschen was aufschreiben soll. Und ja, irgendwie so richtig schöne Bücher, wo ich Notizen machen kann, habe ich halt nicht mehr. Und ich habe mir dann einfach nochmal drei mitgenommen, weil es halt auch so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung in den Büchern oder in dem Buch geht. Und das will ich auch dieses Jahr wieder ein bisschen mehr machen. Eins, was ich dafür nutzen werde, ist das hier ganz, ganz schlicht mit einem Metall oder mit einem Magneten drinne und hier so einem Metalldetail. Ja. Ist, glaube ich, ganz einfach liniert. Und davon habe ich mir noch zwei andere Varianten gekauft. Einmal rosa mit so Goldelementen, auch hier. Und das fand ich schon sehr, sehr schön. Und dann hier nochmal eins. Auch in der Art mit, na, wo ist es? Da. Mit Blättern. Und ja, auch das finde ich sehr, sehr schön. Ist eher so gräulich und ja, ich bin gespannt. Ich habe ja irgendwie sehr, sehr viel hier in meinem Leben vor. Wer im letzten Live mit dabei war oder in meinem ersten Live bei Insta seit langem, der hat ja mitgekriegt, was ich alles irgendwie vorhab dieses Jahr und oder auch in meinem Leben. Und ja, wir schauen mal. Muss man ja mal so sagen, wir schauen mal, ob ich das alles irgendwie hinkriege oder halt auch nicht. Wir werden sehen. Das wird die Zeit zeigen. So, ich musste jetzt mal kurz umräumen, weil ich an die anderen Sachen nicht mehr rangekommen bin. Was ich mir auch mal gekauft habe, sind so eine Adapter für Ladekabel, weil irgendwie die ganzen Industrien sind ja jetzt nur noch darauf, die Kabel mitzuschicken, aber ja, keine Adapter mehr. Ist per se okay. Ist wirklich okay. Das Problem ist, wenn man dann so viele Kabel hat und so wenig Adapter, dass das halt, ja, dass man dann irgendwann auch nicht mehr alles laden kann. Also ich habe ja jetzt den E-Book wieder, dann habe ich meine ganzen Kameras, Handy, meine Kopfhörer müssen geladen werden, ja, und irgendwo fehlen mir halt dann die Adapter. Also ich habe ja schon irgendwie ganz viele Alternativen mir hier gesucht und hab da auch schon mal was mitgenommen, aber ich wollte mir jetzt einfach noch mal zwei mitnehmen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, weniger Technik wird es hier in diesem Haus halt nicht mehr. Könnte so eine spannende Idee sein, dass es eben nicht mehr weniger Technik wird, weil ich auch noch ein paar Sachen dieses Jahr anschaffen will, wo ich weiß, da werde ich definitiv sowas brauchen. Dann ist auch was für die Umgestaltung der Küche. Ich glaube, bei dem Teil könnte es wirklich eine Kontroverse geben, ob das wirklich so schön ist. Ich muss auch mal gucken, wie ich das dann befestige, weil mit einem normalen Nagel will ich es eigentlich nicht anhängen. Beziehungsweise müsste der auch sehr weit raushängen. Aber vielleicht kann ich es auch einfach so einhängen. Ich habe eine Uhr gekauft. Und ich fand die, ich muss mal
gucken. Das sieht man relativ schlecht. Ich fand die so, so schön. Und ja, die ist halt auch so mit Gold und Schwarz. Aktuell hängt ja eine mit, ja, so Gemüse drauf, passend halt zur Küche. Aber wie gesagt, die Küche wird definitiv umgestaltet. Ich weiß noch nicht ganz, in welche Richtung. Aber auf jeden Fall sollen die Küchenfronten getauscht werden. Das ist ja, also es ist eine IKEA-Küche und das sollte eigentlich nicht das Problem sein, da einfach die Fronten zu tauschen. Und dann sieht ja die Küche schon wieder ganz anders aus. Und die Arbeitsplatte muss definitiv getauscht werden, weil, um es kurz zu erklären, diese Küche ist von zwei Vormietern. Also die, die hier damals eingezogen ist, hat hier nur 3 Monate gewohnt, hat sich aber diese Küche anfertigen lassen. Dann gab es das Pärchen, was ja, mir diese Küche dann überlassen hat. Und ja, also ich finde die immer noch schön. Aber man sieht ihr so langsam auch das Alter an und es ist halt eigentlich auch nicht mein Stil. Und dementsprechend werden da halt andere Fronten rankommen. Und ja, das ist der Plan. Dann gab es noch Socken. Die liegen in der Herrenabteilung. Wenn ihr da Bock drauf habt, es gibt noch Disney, Superman und so ein paar Marvel. Also da sind dann wirklich drei verschiedene drin. Ich glaube Hulk, Iron Man und noch irgendwas. Aber wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, gibt es dort. Und Batman geht halt einfach immer. Dann habe ich mir mal wieder was Kreatives gekauft. Und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich es schön fand. So von der Verpackung und vom Verstauen her. Mir so eine Box gekauft, die habe ich auch noch gar nicht aus ihrer Folie genommen, mit Acrylfarben. Und es ist halt eine Holzbox und ich fand die ganz schick, weil meine Acrylfarben, die ich hier habe, ja, die sind halt ganz, ganz blöd eigentlich verstaut und ja, ist irgendwie schade drum. Ja, nun, was will man machen? Und die letzten drei Teile, ich zeige euch aber nur eins davon, bin ich gespannt, ob vielleicht sogar die Nägel, Schrauben, was auch immer da in der Wand ist, auch für das passen, aber sie müssten, glaube ich, kürzer sein. Sind Aufhängungen für Jacken, also Garderobenteile. Ich wollte schon immer sowas haben. Ich muss das mal kurz rumdrehen, wo man hier quasi die Teile nur rausmacht und wenn man es nicht braucht, wird es weggeklappt. Und davon habe ich drei mitgenommen, weil hier so viele Jacken mittlerweile rumhängen. Ja. Dass ich dachte, das ist vielleicht ganz sinnvoll, da noch ein weiteres hinzuhängen. Ja, und das war's. Zumindest was Rossmann, Temu und Action angeht. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, meinen allerhöchsten Respekt, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr langes Video. Und ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Und ja, ich räume das hier jetzt erstmal alles weg und werde dann noch ein Bookhaul drin. Der wird hier aber nicht, wie gesagt, rankommen, weil es passt für mich halt nicht ganz so zusammen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr mehr Bock auf so eine Hauls habt, dann schreibt mir das entweder mal hier in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram eine DM, dann weiß ich da Bescheid. Weil, also am Ende mache ich das ja hier für mich, aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann kann ich da ja auch mal ein bisschen öfter dran denken, dass ich im Zweifel auch mal meine Einkäufe mehr zeige. Und dementsprechend verabschiede ich mich aus diesem Video, auch wenn gleich noch ein zweites für mich gedreht wird, und räume jetzt erstmal hier meinen Kram auf.